Extra Chill. Der deutschsprachige Podcast für Musik aus der großen, weiten Welt der elektronischen Musik. Erlebt einen spannenden Mix aus Ambient, Chill-Out, Downtempo, Electronica und Lounge. Alle 14 Tage, nur hier bei Extra Chill. Ein wunderschönes Beispiel aus der beliebten Kategorie bekannte Alben neu angehört. Denn bei den beiden Jungs vom The Echo Project lohnt es sich immer, deren Longplayer und EPs erneut unter die Lupe zu nehmen. So zum Beispiel die aktuelle Dubby Space EP, die bereits in Episode 371 vorgestellt wurde. Heute hörten wir aus dieser Bandcamp-Veröffentlichung das Stück Relevo. Die Links zu den Downloads und Streams findet ihr in den aktuellen Shownotes zum Podcast unter extrachill.podigy.io bzw. extrachill.de.
Ihr Lieben, ich begrüße euch erneut oder zum ersten Mal hier bei Extra Chill, der privat produzierte deutsche Musikpodcast für alle, die Electronica-Musik mögen. Heute ist der 15. September 2022 und ihr hört die 376. Episode meiner kleinen Show. Es stehen noch 7 weitere Tracks auf meiner Liste. Die nächsten 6 präsentiere ich als Songpärchen, also immer im Zweierpack. Wobei jeweils der zweite Track von einer Neuvorstellung stammt. Zuerst heißen wir Michael Southard aus den USA zum 8. Mal willkommen, beziehungsweise sein Musikprojekt Time Rival. Sein neues Album heißt Regeneration und ist voll mit toller Downtempo Electronica, sowie das Stück Selva und Tele, veröffentlicht bei Triplicate Records. Danach gibt's ein Fundstück vom Label Atlantea Records aus Belgien. Neu im Portfolio des Labels und bei Extra Chill ist das Solo-Projekt Samsara Incorporated. Der Mann hinter diesem Namen heißt Rodion Kudryavtsev, vermutlich aus Osteuropa. Er beherrscht nicht nur diverse Instrumente, sondern verbindet seine Sounds auch gekonnt mit Electronica. Zu erleben auf seinem Longplayer Dark Corners, aus dem wir das thematisch passende Stück Shadow hören werden.
Ein bisschen düster klingt's schon. Das war Samsara Incorporated mit Shadow aus dem Album Dark Corners. Download überall und unter atlantearecords.bandcamp.com zum Preis eurer Wahl. Davor gab's neue Musik von Time Rival. Wir hörten als Auszug aus dem neuen Longplayer Regeneration das Stück Selva und Tele oder vielleicht auch Selva und Thiele. Download über alle Streamingdienste und Digitalplattformen sowie triplicaterecords.bandcamp.com. Nutzt die Bandcamp-Links, denn über diese erhalten die Künstler im Durchschnitt die meiste Vergütung für ihre Musik. Nun wechseln wir in die Dub-Techno-Abteilung von Extra Chill. Und zwei Labels stechen in diesem Genre ganz besonders heraus. Insectorama aus Leipzig und die Kollegen von Space Lunch aus Den Haag. Das Solo-Projekt Diemkeen vom schönen Bodensee kennen wir schon seit Episode 340. Und heute treibt Dietrich zum dritten Mal sein Unwesen in meiner Show. Ganz wörtlich, denn sein neues Album, das bei Insectorama im Regal steht, heißt genau so, Unwesen. Und das Titelstück überzeugte mich dermaßen, dass ich es euch gleich vorspielen werde. Es folgt eine weitere Neuvorstellung in Gestalt des Projektes Noria Amuni. Der junge Mann kommt aus Straßburg im Elsass und er veröffentlichte einen seiner Tracks als Teil der neuen Gratisserie bei Space Lunch, die den Namen Component bekommen hat. Und so heißen auch alle Singles der Serie, die durchnummeriert werden. Noria Amuni ist der dritte Künstler der Reihe und deshalb heißt sein Track auch Component Number 3. Thank you.
Thank you.
Minimal House aus Frankreich. Wir hörten das Extra-Chill-Debüt von Noria Amoni, das Stück Component No. 3 aus der gleichnamigen Single-Serie. Download für lau über die Bandcamp-Seite von Space Lunch. Davor hörten wir Unwesen, das Titelstück des neuen Albums von Dean Keen. Erhältlich gratis oder besser noch gegen eine Spende unter insectorama.bandcamp.com. Manche Netlabels entdecke ich durch Zufall oder mit Hilfe meiner Gäste, wie im folgenden Fall. Denn mit dem dritten Songpärchen möchte ich das spanische Netlabel Samay Records vorstellen, das sich auf Breakmusik bzw. Drum and Bass spezialisiert hat. Das Soloprojekt Content of Void war in diesem Fall der Brückenbauer. Der junge Russe hat dort eine Single veröffentlicht mit dem Titel Dreamland. Fließende Beats und atmosphärische Sounds prägen dieses kleine Meisterwerk. An zweiter Stelle des Sets folgt dann wieder eine Neuvorstellung, ebenfalls von Samay Records. Leider kann ich über das Projekt Fresh Polo keine näheren Angaben machen. Es könnte aber, wie das Label auch, aus Spanien stammen, denn die im Mai erschienene Single heißt Bailando und verarbeitet neben Breakbeats auch elektronisch verfremdete Flamenco-Musik. Eine rasante Angelegenheit. Thank you.
Temperamentvolle Sounds vom Label Samay Records aus Granada. Das war das Projekt Fresh Polo mit Bailando. Und nicht weniger aufregend war die Single Dreamland von Content of Void, die wir davor gehört haben. Beide Tracks sind Downloads über die Adresse samayrecords.bandcamp.com. Unterstützt meine Gäste und die Labels bitte mit dem Kauf der Musik oder streamt eure Favoriten kostenpflichtig. Wobei der Download der Musikdateien besser für die Umwelt ist, denn Streaming verursacht bekanntlich mehr CO2. Das gilt auch für Podcasts wie Extra Chill. Ladet eure Lieblingsfolgen mithilfe von Podcast-Apps auf eure Endgeräte herunter. Spart auch mobiles Datenvolumen unterwegs. Und wenn ihr den Feed abonniert, verpasst ihr auch keine neue Folge. Mehr. Wie und wo ihr meinen Podcast auch hört, Download und Streaming ist kostenfrei für euch Hörer, was nicht bedeutet, dass ich keine Kosten für den Betrieb von Extra Chill habe. Im Oktober droht die jährliche Zahlung an meinen Host. Wer mich unterstützen möchte, findet PayPal-Knöpfe auf meiner Homepage extrachill.prodigy.io. Neben den Links zu meinen Gästen findet ihr dort auch eine Kommentarfunktion, um eure Meinung zu den einzelnen Folgen loswerden zu können. Oder schreibt eine Mail an extrachillpodcast@gmail.com. Besucht meine Seite bei Soundcloud unter soundcloud.com/extrachill und teilt Extrachill dort mit euren Fans und Freunden. Das gilt natürlich auch für alle anderen sozialen Netzwerke. Diese Episode hat noch keine ausreichende Länge, finde ich. Deshalb gönnen wir uns jetzt noch einen XL-Rausschmeißer aus dem Dub-Techno-Sektor. Adam Carling und Nick DeVost sind zwei Produzenten, die gerne gemeinsam Musik machen. Auch ihr Extra Chill Debüt gaben die beiden in Episode 322 als Team. Auf dem achten Teil der Archive Compilation Serie beim Kophoknet Label bin ich auf ein episches Stück der beiden gestoßen. Es heißt 10 Years of Dub is Not Enough. Ein Statement, das ich gerne so stehen lasse. Es ist mal wieder Zeit, sich von euch zu verabschieden, ihr Lieben. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wenn ihr jetzt Lust auf mehr bekommen habt, weitere 144 Folgen meines Podcasts liegen noch auf dem Server. Oder ihr wartet einfach 14 Tage, denn Episode 377 erscheint am 1. Oktober. Macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal hier bei Extra Chill. Jetzt folgen 10 Minuten Dub-Sounds von Adam Carling und Nick DeVost. Download des Tracks 10 Years of Dub is Not Enough über die Seite kophoklabel.bandcamp.com oder einem Anbieter eures Vertrauens. Watch out. You see, right into this tent, we have a whole new generation of people that are getting into the roots music and the roots singing that was coming from England. Now today is a day of reminiscence, seeing? So some of the older heads in here, they know exactly these music, because this was the music that we used to play that introduced the rest of Europe into the scene that was going on in London at the time. Yeah? You had the sound like the Zulu Warrior was there. You had sounds like Irish and Steppers was there. You had a song called Ja Trinity that was there. You had a song called Manasseh what was there. A song called Ja Warrior what was there. See it? A song called GT Hardware. That was Joey J and Robert Tribulation back in the day. They used to run a place called Southall Community Center. Then here came the juggernaut, Abba Shantia. Came with the message, came with the word, came with the sound, and came with the power. See? Because back in those days, I used to work in a place called JTS, Jatobi Studio. That's where I come from. That's where Abba Shanti formulated from. See? And back in the 90s, all the music you hear me play today, that got released in the 90s, I mastered them onto record at JTS Studio. So Abba Shanti was really at the forefront of bringing the music that you know today. And especially when it comes to the song pressure thing. See it? Heavyweight song, man.
and Robert Tribulation back in the day, they used to run a place called Soltar Community Center. Then here came the Juggernaut. Heavyweight soul man. Soul like Blackwood Jungle.